Und willkommen beim für mich dritten Dreamfall-Part in Folge. Ich glaube, ich muss euch nicht erklären, dass mich das Spiel nach der letzten Wendung, also von vor zwei Folgen, wirklich gepackt hat. Oh, jetzt kommt James Bond-Musik mit. Like a Ninja. Brechen wir also ins Fabrikgebäude ein, wo wir angeblich alle möglichen Antworten finden sollen. Ich glaube nicht, dass ich das eintreten kann. Es ist ein aktives Datenpanel. Es gibt keine Möglichkeit, es zu benutzen, ohne zu... Okay, sorry Leute. Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich was merkbar ist im Video. Auf jeden Fall, bei mir gab es gerade einen kleinen Mini-Crash. Irgendwie erst schwarz und einen weißen Bildschirm, aber jetzt sind wir wieder mit drin. Frag mich nicht, wie ich es angestellt habe. Unmöglich. Die okay. Sicherheitsvorkehrungen sind zu stark. Finden wir denn hier unten irgendwas, um das Tor zu öffnen? Vielleicht müssen wir später irgendwann schneller fliehen, dass wir einfach wegrennen können. Es gibt keine Möglichkeit, es zu benutzen, ohne Zugriff zum System zu haben. Also kann ich es vergessen. Der Zaun sieht nagelneu aus und das Tor ist offenbar durch sämtliche Sorten der cleveren Hardware verschlossen. Okay, das verwundert, weil immerhin ist es wirklich ein altes, verlassenes Fabrikgebäude. Hilft die Stromleitung was, da komme ich nicht hin. Also schaue ich doch mal hier nach oben. Es reicht bis ganz hinauf zum Dach. Ah, ich muss selbst gehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich herauskomme. Gut, hier scheine ich wahrscheinlich nicht drüber gehen zu können. Das Fenster sieht doch nicht so aus, als könnte man eindringen können. Oh, ein langer Kletterpart. Ja, dass ich keine Angst habe, dass das Gebäude bewohnt ist. Das wundert mich jetzt schon für Sawyer. Also die scheint jetzt wirklich auch aufs Ganze zu gehen. Okay, kurz umsehen. Keine Sau hier, dann kann ich ja schnell nach oben. Oh, da gibt's was. Irgendwas, das überwacht. Nein. Ach du Scheiße. Die kann ich doch gar nicht ab. Gut, dass das Spiel gespeichert worden ist, weil das hätte ich jetzt sowieso getan. Wie läuft das Ding weiter? Okay, es dreht nicht um. Gab es da irgendwas zum Ansehen? Es ist zu schmutzig, um hindurchzusehen. Ich hoffe mal, ich kann den Viech jetzt so lange hinterhergehen, dass ich wirklich einmal rumkomme. Mal sehen, wo ich hier hinkomme. Aber sowas gefällt mir schon mal gar nicht, weil bei solchen Parts, da fail ich eigentlich immer. Ah, ich hasse es, wenn jemand fail sagt. Da scheitere ich jedes Mal. Hört sich doch viel schöner an, oder? Also, mein Ernster, ich mag das nicht, wenn man dieses Denglische benutzt. Klar, irgendwo muss es nötig sein in der heutigen Sprache, aber damit Absicht, nee, gar nicht meins. Was haben wir hier? Es ist dabei, umzufallen. Alles, was es braucht, ist ein wenig Unterstützung. Schieß los! Na, ja, Bingo! Genau, dass wir durchgehen könnten. Was natürlich auch überhaupt keine Aufmerksamkeit erregt, wenn so viel Lärm verursacht wird. So, wo ist unser Aufsichtsdroide? Okay, wenn wir schnell genug sind, schaffen wir es. Oh Gott, Leute, jetzt habe ich wirklich Angst. Nee, tut mir leid, Leute, ich bleibe jetzt erstmal oben, bis das Ding vorbeigefahren ist. Ich hoffe, ihr verübelt mir das nicht. Nee, ich glaube, wir werden genau in den Ding, in den reingerannt. Na? Ich kann leider nicht genau runtersehen, wo er gerade ist. Jetzt einfach mal runter, der wird uns schon nicht entdecken. Okay, wir sind wirklich zu langsam gewesen. Ich glaube, wir wären sogar hinter dem noch hingekommen. Auf jeden Fall auf Nummer sicher diesmal. Jetzt müssen wir uns beeilen, dass er uns nicht sieht, wenn wir reinspringen. Und hepp! Okay, und schon sind wir ins Fabrikgebäude eingedrungen. Speichert das Spiel. Wir haben eine Handy-Nachricht erhalten. Betreff verschwunden. Schätzchen, ich muss die Stadt verlassen und zwar ziemlich eilig. Ich hoffe, dass ich das nicht zu sehr beunruhige. Mir geht's gut, das verspreche ich, aber ich werde eine Zeit lang untergetaucht bleiben müssen. Ich werde mich mit dir in Verbindung setzen, sobald sich die Dinge beruhigt haben. In der Zwischenzeit habe ich vor, viel zu lesen. Viel Glück, Zoe, und alles Gute. Ich werde dich bald wieder kontaktieren. Liebe Grüße von Elle. Okay, lass mich kurz überlegen, aber... Ah, Elle. Liv, Olivia, haha. Also wird es jetzt bestimmt eine Szene geben, wo ich ihre Hilfe bräuchte, aber sie wird ja nicht antworten können. Oh, das hört sich gar nicht gesund an, als würden wir gleich runterkrachen. Oder es würde sich unten jemand aufhalten.
So, wie kann ich hier, und vor allem wohin kann ich hier durchrennen? Okay, eine Treppe schon mal. Ich bin wirklich gespannt, was uns hier erwartet, also. Eigentlich erwarte ich, dass hier 5 russische Soldaten auf uns warten, die uns gleich erschießen. So, wie weit geht's hier noch runter? Ich seh's. Ah, leider kann man hier die Kamera nicht immer weit genug drehen. Oh, du scheinst noch ewig runter zu gehen. Okay, es sieht nach einem Ende aus. Yep. Ist hier irgendjemand? Aber hier sind Lichter. Und hier wird irgendwas gefertigt. Sind es vielleicht die Fertigungshallen von... für die Wortillas und so weiter? Ein Fließband. Sieht ziemlich altertümlich aus. Okay, zumindest ist es eine uralte Serie der Wortillas. Ein Fließband. Sieht ziemlich altertümlich aus. Also doch eine stillgelegte Fabrik, so wie es scheint. Ein Fließband. Okay, immer noch dasselbe Text. Ich überspringe diesmal. Sie wurden wahrscheinlich dazu benutzt, die Puppen zu verpacken, wenn sie vom Fließband kamen. Kann ich hier irgendwie die Steuereinheiten benutzen? Diese Konsole muss dazu dienen, um die Fabrikationsebene zu kontrollieren. Kann ich es denn missbrauchen, Miss Zoe? Nein, und mit dem Türöffner auch nicht. Dann hier wahrscheinlich ebenso nicht. Geht es irgendwo anderweitig noch weiter? Wüsste ich jetzt nicht. Also schauen wir doch mal hier durch die Tür rein, falls es geht. Diese Tafel kontrolliert die Türen der Verladerampe. Kommen wir aber auch nicht ran, okay. Dann müssen wir uns anderweitig umsehen, ob wir hier was finden. Hier ist ein riesengroßes Tor. Wahrscheinlich zur Zulieferung oder eben zur Abholung. Hier auf der Seite sehe ich jetzt nichts Verdächtiges. Demzufolge stehe ich genau an dem Ort, von wo aus das Eindringen stattfand. Oder vielleicht direkt darüber. Eher darüber. Und, habt ihr es links gesehen? Da ist ein kleines Vollgott. Ich glaube, ich weiß schon, was wir machen müssen. Worldwide Prepaid. Was haben wir noch? Anonym Bingo, Netz Europolis. Okay. Neue Nacht. Das würde stammen von unterhalb meiner gegenwärtigen Position. Es muss hier so etwas wie einen Keller geben. Ich muss einen Weg darunter finden. Ihr seht schon, ich kann hier den Kontext aktivieren. Ich werde mal schauen, was mit der Tür passiert. Das wurde ganz bestimmt kürzlich erst installiert. Es sieht brandneu aus. Okay, dann sehen wir uns mal hier nach unten. Sieht wie eine Art Lüftungsschacht aus. Ich kann einen Luftzug fühlen. Sieht wie... Okay, kann ich hier irgendwie dann eindringen? Nein. Türöffner? Nein. Tut mir leid, aber wie kann ich jetzt... Muss ich von einer bestimmten Seite hingehen? Sieht wie eine Art Luft. Ich muss auf jeden Fall irgendwie hier runter. Also brauche ich wahrscheinlich irgendwas, was ich draufwerfen kann, damit es durchknallt. Ah, hier hätten wir noch eine Tür. Da geht's nicht runter. Mal sehen, was... Nee, ist keine Tür. Ah, Sicherungskasten. Das ist mit Sicherheit der Ort, durch den Energie für diese Anlage geleitet und geregelt wird. Hier gibt es einen großen Energieversorgungsschalter. Ha! Was macht ein roter Knopf? Einfach mal draufdrücken. Oh! Okay, also das Fabrikgebäude scheint noch unter Strom zu stehen. Ziemlich komisch, wenn es verlassen ist, weil normalerweise schalten doch dann die Stromversorger dann ihre Leitungen ab. Was ja wieder im Umkehrschluss für mich heißt, dass hier doch noch irgendwas ist. Moment. Ne, es sind Zettel und kein Blut, okay. So, dann denke ich mal, können wir diesmal die Steuerungskonsolen benutzen. Ah, hier scheint sogar Bild auf dem Schirm zu sein. Diese Konsole kontrolliert die Winde hoch und runter. Ich glaube, ich muss mit der Winde das Gitter hochheben, oder? Natürlich muss ich es machen. Nochmal. Hier hoch? Nein, ist noch weit drüber. Nochmal eins vor. Ah, wir können schon einen Blick nach innen erhaschen. Oh, hier kann ich mich umsehen. Wie komme ich jetzt wieder raus? Ah, okay, einfach weggehen. Natürlich. Und hochziehen, bitte.
Oh. Ach komm, jetzt muss ich doch wirklich hinrennen und das Ding verhaken, oder? Ich bin mir sowas von sicher. Ich hoffe mal jetzt nicht, weil das fände ich jetzt ein bisschen unfair. Einfach nur für so einen Schmarrn hier extra hinzurennen. Und nochmal zurückzurennen, also die ganze Rennerei dann. Was eigentlich in Dreamfall kaum existiert, die Rennerei. Natürlich. Also in dem Fall mal wieder ein kleines Rätsel, aber tut mir leid, das war jetzt wirklich zu einfach, Mr. Dreamfall. Wenn dann schon ein bisschen einfallsreicher, wobei dann wird es wieder zu knackig für mich. Aber jetzt zurück an die Maschine, das Ding hochheben und dann reinspringen. Was mich nur wundert ist, wenn unten wirklich der Ursprung ist, dann muss doch da noch irgendwas sein. Also sprich, na? Sprich, wie ist eigentlich unser Escape Plan? Also sprich, dass wir hier wieder rauskommen. Unser Fluchtplan, jetzt habe ich's. Naja, wir werden sehen. Ah, oh, notfalls einfach wegträumen, fällt mir gerade auf. Haha. Aber einfach mal sehen, was uns das Spiel einfach mal hier bringt. So, jetzt können wir einsteigen, oder? Genau. Und hepp. Woo! Fast zu weit gefallen. Okay, Spiel wurde gespeichert. Hier haben wir eine Tür. Hier geht's nach oben. Sieht ein bisschen nach Labor aus, muss ich sagen. Und wir schauen irgendwie immer länger, als würden wir warten, bis jemand nach unten kommt. Okay, das war's anscheinend. Ein Kartenlesegerät. Kann ich das irgendwie manipulieren? Nein. So, was gibt's hier noch zu entdecken? Ein geschlossen. Schrank? Können wir hier manipulieren mit Türöffner? Nein. Sind die hier vielleicht offen? Aber alle guten Dinge sind drei. Natürlich nicht. Es scheint funktionsfähig zu sein. Was auch immer du bist, kann ich dich manipulieren? Nein. Okay, wenn wir schon mal einbrechen, können wir eigentlich schon mal Fernsehen schauen, oder? Nee, können wir nicht. Es ist ein Zimmer, angefüllt mit medizinischer Ausrüstung. Sie müssen hier Patienten beobachtet haben. Und ich nehme mal schwer an für den, wie heißt's? Nicht Dreamcore, sondern das Teil, was einen in die Träume reinführt. Geschlossen. Nein, kann nicht sein. Wir müssen da doch irgendwo reinkommen. Natürlich nicht. Okay, da können wir nicht mehr hoch. Gibt es denn diesmal irgendwas, was wir entdecken könnten? Und vor allem, warum geht die Sicht immer leicht nach oben weg? Das ist irgendwas Rotes. Aber es ist nur eine Lampe. Nichts zu entdecken. Ich komme hier aber nicht rein. Geschlossen. Geschlossen. Schließfächer. 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 Aber die kann ich nicht aufmachen, oder? Auch hier irgendwie manipulieren? Auch unmöglich. Diese Schublade ist offen. Ah, jetzt haben wir was gefunden. Das scheint nach einem Schlüssel auszusehen. Wahrscheinlich um die Tür zu öffnen. Fragt sich dann nur welche. Kleiner Schlüssel. Ich nehme an, der ist erstmal für die Schließfächer da, oder? Natürlich. Natürlich nicht. Oh. Och, ärgere mich doch nicht, der dritte oder was? Natürlich. Das ist eine Zugriffskarte. Na, bingo! Genau das, was wir brauchen. Zugriffskarte. Das möchte ich doch erstmal in den Patientenraum rein, falls es geht. Yeah! Gut, die Türen öffnen sich. Oh, Zwischensequenz. Okay, Tür schließt sich lediglich. Hier was drinnen? Nein. Ah, okay, es nimmt automatisch die Zugriffskarte. Da, ein Data Cube. Perfekt. Wahrscheinlich, um die restlichen Tore zu öffnen. Irgendwas. Ist das ein Data Cube? Wunderbar, den nehmen wir doch gleich mal mit. Schaden kann's ja nicht. Was haben wir hier? Die Zeichnungen eines Kindes. Da haben die also Kinder beobachtet? Leute, seht ihr das Bild, was genau über meiner Mütze ist? Seht ihr das Bild? Im Moment kann ich so. Ich glaube, Zoe würde es auch was dazu sagen. Die Zeichnungen eines Kindes. Nee, leider nicht, aber ihr erkennt es doch bestimmt, oder? Das Haus, zu dem uns immer das kleine Kind
hingeführt hat. Die Zeichnungen. Auch Zeichnungen eines Kindes. Hier können wir nicht ansehen. Also anscheinend scheint hier wirklich der Ursprung zu sein. Na, kann ich das nochmal ansehen? Das Auto? Muss ich so hingehen? Ein Bett, ein Patient, ein Kind. Oh, scheiße, ich hab's unterbrochen, sorry. Sie hatten diesen Patienten unter konstanter Beobachtung. Sie hatten diesen Patienten okay, unter konstanter... Das war bestimmt das Zimmer eines Kindes. Wer auch immer hier drin war, das ist alles, was es zum Spielen hatte. Es ist sowohl grauenvoll als auch ein bisschen unheimlich. Eine Puppe noch? Sie hatten diesen Patienten unter konstanter Beobachtung, aber aus welchem Grund? Gut, hier gibt es sonst nichts mehr zu sehen. Da habe ich noch Schalter gesehen an der Wand, aber ich glaube, das sind bloß Instrumente zum Kontrollieren. Genau. Ebenso wie die hier, nehme ich an. Und eine Uhr. Für was braucht denn ein Kind dann eine Uhr, wenn es vor allem im Keller festgehalten ist? Okay. Dann sehen wir uns mal in die andere Richtung um, wo die Tür nach oben führte. Ich werde hier mal einen Speicherstand anlegen für euch. Ah, und ich sehe gerade, wir werden es nicht mehr durchmachen, sondern in der nächsten Folge werden wir uns hier nach oben begeben. Wahrscheinlich durch den Data Cube. Also, wir sehen uns. Ciao.